Selbst wenn du alle Gebote gehalten hast, ne, und bist ein Reicher und teilst dein Reichtum jetzt nicht mit deinen Geschwistern, die Not leiden zum Beispiel, ja, dann ist dein Herz versteinert, dann bist du nicht in der Liebe und dann kriegst du auch nicht das ewige Leben. Ne, sogar so streng ist das eigentlich mit der Liebe, das will Jesus, dass wir in der Liebe wandeln und auch mit uns, gerade mit unseren Geschwistern, unseren Brüdern, gerade da muss eine einträchtige Liebe sein und wir müssen uns gegenseitig helfen und unterstützen, ohne dass der eine reich ist und dem anderen nichts abgibt. Das ist der Wille Jesus, der Wille Gottes ist das. So, und wenn du das nicht, wenn du dich daran nicht hältst, dann, ja, dann kommst du nicht in das Reich des Himmels und das heißt, du kriegst nicht das ewige Leben, du hast es dann nicht. Also. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und sie sagten: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Du und dein Haus, das ist alles. Er sagt nicht: Tritt einer Kirche bei, um gerettet zu werden, lass dich taufen, um gerettet zu werden, lebe ein gutes Leben, um gerettet zu werden, bereue all deine Sünden, um gerettet zu werden. Nein, er sagte: Glaube. Für all jene, die eben an die Lehre einmal gerettet, immer gerettet glauben oder auch die Unverlierbarkeit des Heils Lehre, also die kann ich nicht mitgehen, also So, wenn du an Jesus Christus glaubst, versichert dir die Bibel, dass du ewiges Leben hast. Du wirst ewig leben. Du kannst deine Erlösung nicht verlieren. Sie ist ewig, für immer. Sobald du einmal erlöst bist, sobald du an ihn glaubst, bist du für alle Zeiten gerettet. Und komme, was wolle, du kannst niemals deine Erlösung verlieren. Selbst wenn ich rausgehen und irgendeine grausige Sünde begehen würde, wird mich Gott hier auf Erden dafür bestrafen. Würde ich rausgehen und jemanden umbringen, würde Gott mich dafür bestrafen. Ich würde ins Gefängnis oder sonst wohin kommen oder die Todesstrafe empfangen. Wie auch immer die Welt mich strafen würde, selbst wenn Gott mich noch härter bestrafen würde, ich würde nicht in die Hölle gehen. Es gibt nichts, was ich tun könnte, um in die Hölle zu gelangen, weil ich gerettet bin. Und wenn ich in die Hölle fahren würde, hätte Gott gelogen, denn er versprach, dass wer auch immer glaubt, ewiges Leben haben würde. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Das ist der Grund, warum es viele Leute in der Bibel, die einige wirklich schlimme Dinge taten, trotzdem in den Himmel schafften. Wie? Weil sie so gut waren? Nein, es ist so, weil sie an den Herrn Jesus Christus glaubten. Ihre Sünden sind vergeben. Andere Menschen, die vielleicht in den Augen der Welt ein besseres Leben lebten oder vielleicht sogar tatsächlich ein besseres Leben lebten, wenn sie nicht an Christus glauben, werden sie in die Hölle gehen müssen, um selbst für ihre Sünden zu zahlen. Weil es beides ist. Es ist beides. Du musst an Jesus glauben, damit er dir deine Sünden vergibt und du musst auch seine Gebote halten. Doch Gott warnte uns, dass selbst unter jenen, die das von sich behaupten, und sogar unter denen, die ihn Herr nennen, ihm viele entgegnen werden: Wir haben all diese wundervollen Werke getan, warum sind wir nicht gerettet? Und er wird antworten: Weicht von mir, ich habe euch nie gekannt. Eben weil Erlösung nicht durch Werke geschieht. Und wenn du darauf baust, dass deine eigenen Werke dich retten werden, oder wenn du denkst, du wirst in den Himmel kommen, weil du getauft bist, wenn du denkst, naja, ich denke, du musst ein gutes Leben leben, ich denke, du musst die Gebote halten, um erlöst zu werden, in die Kirche gehen, dich von deinen Sünden abwenden und so weiter. Wenn du auf deine Werke vertraust, wird eines Tages Jesus zu dir sagen: Weiche von mir, ich habe dich nie gekannt. Und selbst und es heißt ja sogar, die Lehre ist ja sogar so schlimm, die sagen, du brauchst nur einmal geglaubt zu haben, danach kannst du Jesus wieder aus dem Kopf nehmen und lebst dein verkommenes Leben so weiter wie bisher und du bist dann trotzdem gerettet. Also das ist das passt ja überhaupt nicht. Das ist dein Ticket in den Himmel, wenn du darauf vertraust: Naja, ich werde in den Himmel kommen, weil ich ein so guter Christ bin und all diese wundervollen Dinge tue. Er wird sagen: Weiche von mir. Achte darauf. Er sagte: Weiche von mir, ich habe dich nie gekannt. Er sagte nicht: Ich kannte dich einst. Denn sobald er dich kennt, erinnere dich, ich hatte es erwähnt, es ist für immer und ewig. Sobald er dich kennt, bist du für immer erlöst. Doch er wird sagen: Weiche von mir, ich habe dich nie gekannt. Denn wenn du in die Hölle kommst, dann deshalb, weil er dich nie gekannt hat. Wenn er dich kennt, kennt er dich. Also, wenn du absichtlich sündigst und den Herrn sogar noch herausforderst und sagst, ja, du hast mir das doch jetzt versprochen, jetzt lass mich doch sündigen, du hast mir das doch versprochen, dass ich gerettet bin. Und jetzt will ich auch sündigen und will sehen, ob du dein Versprechen hältst. Ne? Also das, allein daran erkennt man schon, dass diese Unverlierbarkeit des Heils, dass das Quatsch ist. Ne? Also, oder die Lehre, dass du dein ewiges Leben nicht verlieren kannst, das ist Quatsch einfach. Wenn du wiedergeboren bist, wenn du sein Kind bist, wirst du immer sein Kind sein. Vielleicht bist du das schwarze Schaf in der Familie. Vielleicht bist du jemand, der auf dieser Welt heftig diszipliniert wird von Gott. Du kannst dein Leben hier auf der Erde versauen, aber du wirst niemals deine Erlösung versauen. Sobald du erlöst bist, ist es eine beschlossene Sache.